Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier zum Arsch. Wir werden heute das globale Lager an Aurif kurz anschließen und dann werden wir vom globalen Lager aus den Weizen und den Stroh näher ins Lager fahren. Dazu machen wir ganz kurz den Modus an, wo man sehen kann, wo Kurse sind. Also sehe ich schon mal hier im Kurs, entladen, schon mal da. Wir müssen mal sehen, dass wir jetzt optimal halt hier daran anklopfen kommen. Das heißt, hier ist der Punkt Hof. Wir müssen einen Kurs finden, beziehungsweise annehmen, der optimal für unser Vorhaben wäre. Ne? Hier vorne wäre ungünstig, hier vorne kommen die Fahrzeuge zum Hof. Wäre schlecht. So. Dann müssen wir gucken, hier ist nicht so optimal. Denn da soll er ja auch hinkommen. Also von da nach rechts. Runde. Getreide kommt hier raus. Dann müssen wir mal den LKW wegfahren. Also Getreide kommt hier raus, ich kaufe es hier ein, zum Beispiel mal jetzt einkaufen, dazu gehen wir auf R, dann gehen wir auf Weizen, kaufen. Das Blöde ist, ich habe es hier in Thüringen gekauft und muss hier wieder was geben, also Wert von 540. Wir müssen im Prinzip hier Vollladung verkaufen, um das gleiche Geld fast wieder reinzubekommen. Nochmal kaufen, maximal bestätigen. Jetzt habe ich meinen Weizen eingekauft. Mal zurück, dann sieht man Geld auch weg. Ein schönes Geld. Jetzt kaufen wir noch den Stroh. Ist noch nicht so kondensiert. Ach so, okay. Jetzt kaufen wir Stroh. Liter 1,4. So habe ich da jetzt schon drin. Boah. So, kaufen. Ach ja, die Strohballen habe ich auch einig. Ah, okay. Ne, maximal. 100.000 gekauft. Na gut, verstecken wir. Stroh. Ne? Jetzt haben wir entsprechend gekauft. Und später werde ich mir Saatgut und Dünger hier wieder verkaufen. Ich werde mal gleich noch Dings bauen, eine Produktion für Pflanzenschutzmittel. Das machen wir auch gleich. Wassertank habe ich hier nicht in der Nähe, ne? Nö, wozu auch, ne? Wir fahren hier erstmal Richtung Kühe. Die Richtung hier so ganz grob. Denn Wasser müssen wir dann auch hier. Hier wäre nämlich jetzt Platz. Theoretisch. So. Bin auch nicht ganz sicher, ob da hinbauen. Ich wollte eigentlich da einen Stall hinbauen für Kühe. Für die Mastbullen. So. Jetzt haben wir jetzt den Platz frei gemacht. Den anderen Traktor werden wir auch wegfahren. Obwohl er wird nicht stören. Schau mal, ich will ja hier vorne losfahren. Ne? Und dann müssen wir sehen, irgendwo müssen wir hier dann im Prinzip den Kurs verbinden. Also hier wäre eigentlich Punkt. Hier beginnen wir Rekord, der Aufnahme. Und hier machen wir einen Punkt beladen. Nee, B. Ja. Geladen. Geladen. Go. Alle. Markt.
Getreide. Weil Stroh gibt es ja woanders. Getreide. Gut, mehr geht nicht rein. Okay, muss reichen. Erstellen. Jetzt fahren wir. Der Aufzeitmodus damit aktiv. Jetzt fahren wir Richtung Netz vom Hof. Wo wir im Prinzip anschließen werden, damit das man Lager fahren kann. Das trifft sich hier ganz gut. Müsste er eigentlich jetzt verbinden automatisch. Macht er, okay. Denn wir haben hier jetzt mal. Das Beladen haben wir jetzt angeschlossen. Das müssen wir nur noch anschließen. Und zwar, wie wir zum Lager hinkommen. Ich weiß noch nicht genau, wo er dann fahren wird. Mal gucken, wie am besten geht. Also, wir fahren da lang. Dann fahren wir Richtung Straße. Ist an sich ungünstig, ne? Das soll ja im Prinzip ein Kurs werden, der möglichst kurz ist. Ne? Nicht, dass er jetzt über die BGH fährt oder so. Ne? Das wäre ja Blödsinn. So. Dazu werden wir ganz kurz den Kurs nochmal lang fahren, also über den Gitter rüber, dass wir da so fahren, wie er auch richtig fahren würde, dass wir ja keine großen Kurs verschieben müssen. Ne? Der fährt jetzt hier so lang und lädt hier ab. So. Dann würden wir hier im Prinzip mit der Aufzeichnung wieder beginnen in Richtung ja. Die Garage ist ungünstig, sagen wir so, ne? Aber hier wollte ich eigentlich nicht lang fahren, weil hier noch Fahrzeuge stehen. Dann geht es hier lang. Wir schließen den Kurs. Gut, der Traktor hätte auch wegkennen müssen können dürfen, ne? Und hier wieder ran. Müsste jetzt auch klappen. Dann können wir den Kurs hier noch entfernen. Und wir werden hier mal wieder den Punkt setzen für Beladen, ne? So. Mal sehen. Vielleicht müssen wir kurz auch verschieben. So, und zwar Getreide. Leider geht nicht mehr. Oh, Verkehr geschrieben. Geh. Okay. Mehr geht nicht. Erstellen. Sollen wir hier kurz einstellen? Hof, die Beladen. Gleich mal testen. Gespeichert. Gute Frage, ne? Da. Und entladen, Hochsilo entladen. Und zwar Weizen. Weizen. Lass mal eine Runde fahren. Schauen wir mal, ne? Wie das klappt. Dann können wir uns andere Aufgaben widmen, die genauso wichtig sind. Ich muss nur mindestens zweimal fahren, probieren. Oh, fährt anders. Das ist jetzt nicht so lustig. Zeit, 5 Minuten. Warum macht er jetzt diesen Umweg? Ist da keine Verbindung gewesen? Oder täusche ich jetzt? Das ist ein mächtiger, komischer Kurs. Also, das war ja so nicht vorgesehen. Ach, Wasserbrauerei. Nee, mein Fehler.
Mein Fehler. Bin ich verrutscht? Ja, kann es auch nicht klappen, ne? Naja, gut. Neuer Versuch. Wir fahren zurück. Ich wundere mich, wieso fährt er da jetzt nicht lang? Und dann habe ich irgendwo ein Stück gesehen, wo ich verbunden war. Und dazu muss ich mal ganz kurz hier zurückfahren. Ob das hier wirklich so war, da muss ich mit einem anderen Fahrzeug mal bei Gelegenheit das dann reparieren, wenn ich es richtig gesehen habe. Weiß halt nicht genau. Jetzt sind hier nicht verbunden, ja. Aber scheint doch, hier ist alles in Ordnung. Hier ist auch alles in Ordnung. Ja, das passt schon. Das war der Hammer eben. Oh, warum fährt der jetzt da lang? So, neuer Versuch. Neues Glück. So, kann man gleich mal hier fahren. Was geht denn hier los? Das Ding gibt's doch gar nicht. Wieso fährt er da dann nicht hin? Ja, der Hauptfehler ist immer der hinterm Büschel sitzt, ne? So. Hier müssen wir schauen, dass wir jetzt entsprechend auch den richtigen Punkt haben, ne? Dass er dann da vorne fährt oder nicht drüber hängt, ne? Gut. Das funktioniert schon mal. Also beladen geht. Wir haben die etliche Tonnen, die wir jetzt hier entsprechend erstmal zwischenlagern werden, ne? Im Hauptlager. Dann fahren wir mit einem großen Laster mal zur Brauerei. Meine Hopfen wird immer lange reichen. Aber vielleicht werden wir ein bisschen dazu kaufen. So, mal schauen, was ablädt. Normalerweise schon. Hat ja immer geklappt mit den Feldern und so. Der war der grüne Anhänger, war mal frei gewesen. Der passt ja im Stahl nicht so rein, so richtig. Von der Höhe her. Bleibt meistens hängen und so. Deswegen ist ganz gut. Das klappt. Traktor hat auch genug Leistung. Also von daher kann er auch gut ziehen. So, Kalk können wir auch nochmal ein Werk bauen, ne? Zur Not. Das funktioniert schon mal. Das ist gut. Also jedenfalls bis jetzt, ne? Das ist gut. So, kümmern wir uns darum. Milch. Schauen wir mal, wie viel Milch jetzt wir da haben, ne? Also wir haben im Prinzip, müsst ja schon Milch da haben. Milch. Ja. 482.000, ne? Also wir haben viel Milch. Wir schauen mal Richtung Molkerei. Wir wollen ja im Prinzip eine eigene aufbauen, ne? Produktion. Ich will mal schauen, ob die hierher passt. Das ist meine Hoffnung. Wenn ich hier, dann da. Oder woanders in der Nähe halt, ne? So, da. Nette Halle hier noch gleich. Schauen wir mal. So. Wie sieht's so aus? Schön, ne? Gekehrter Modus. Brauerei. Hier gibt so viele Sachen zu bauen, da komme ich nie hinterher. Käserei. Oh. Wo hat die Platz? Also hier garantiert nicht. War die mal hier vorgesehen gewesen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Auf dem Acker wollte ich es nicht machen. Wo wäre denn für Platz? Gucken wir mal.
Bahnhof. Es sollte nicht zu weit weg sein vom Zuhause aus. Da wäre noch ein kleines Feld. Hier ist noch eine Ecke frei. Das ist unser hier Industriepark hier. Hier wäre noch ein Plätzchen. Mensch, das machen wir gleich mal nehmen. Das sollte hier passen mit der Höhe hier. Ansonsten ist das verkehrt. Planieren, ne? So. Wir wollen die Höhe annehmen von der Ecke. Dazu hören wir mal ganz kurz anschauen, ne? Den machen wir schön groß. Und da keine Überraschung zu erleben. Wegen der Höhe. Es könnte sein, es muss aber nicht. Ne? Hier auf der Marsch ist ja eigentlich alles mehr oder weniger eine Ebene. Aber man weiß nie. Später werden wir noch ein bisschen anbleichen. Das heißt, wir müssen noch schön machen. Den Rand. Mit Leuchten und so. Ne? So. Der Platz sollte eigentlich reichen. Ich hoffe es. Dann haben wir ein Problem. So, da wäre genug Milch, haben wir blöd, wenn wir das nicht machen würden, ne? Rinderzucht machen wir nicht. Hühnerstall, das wäre eher noch eine Möglichkeit, aber wie gesagt, das ist immer nicht so richtig. Zuckerfabrik, die wollte ich auch noch machen, aber da brauchen wir erstmal Rüben. Schlachter, Sägewerk, Rüben. Das Gefühl vorbeigefahren sind, ne? Molkerei. Ne, Mosterei. Oh, das ist schon ein kleiner Unterschied. Molkerei. Dann nochmal die Käserei, ne? Den hier nicht durcheinander bringe jetzt hier, ne? Die Hotze Dinge rausnehmen, normalerweise brauche ich nicht. So, Molkerei haben wir drin und die Käserei, ne? Gemüse, Heutrockner, Tomaten, Holstein, Käserei. Ach, das Kalkwerk. Käserei habe ich vorhin gehabt. Und die Molkerei. Die wollte ich eigentlich machen. Gut, dann wir zurückgehen zur Molkerei, ne? Müsste eigentlich hier Platz haben. So. Hoffen wir mal. Geld habe ich glaube ich genug. 1800, ja. Da hätte es auf jeden Fall Platz. Und da kann man glaube ich durchfahren, ne? Oder? Also ich riskiere mal jetzt mal das ganz kurz. Also das hier am Zaun ran. Risiko. Tja. Bin mir nicht ganz sicher, aber denk mal, muss das funktionieren.
Hier könnte man durchfahren zur Not. Da sind die beiden Milchlaster. Und hier kann man sich die Milch annehmen. Waren auch Milch. Okay. Ah, und hier kann man dann entsprechend die Produkte rausholen. Gucken mal. Da war irgendwo so eine Richtung, ne? Leerpaletten? Naja, gut. Okay. Wir werden mal jetzt zum Hof springen und mal eine Fuhre Milch holen und dann eine Fuhre Leerpaletten. Ha! Überlänge. So, Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Nächste Folge geht los. Belieferung der Brauerei. Und dann nehmen wir es in Betrieb, ne? Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao, ciao. Wie unser Metallfahrer fährt noch. Wie schön, ne? Bis, ja, man sieht uns dann wieder. Morgen zur selben Zeit. Dann werden wir die Brauerei mit Milch beliefern. Tschüss.